Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 2.9.2020. Und unser DAX hat sich zum Monatsauftakt hier viel Mühe gegeben. Viel Mühe gegeben, ein kleines Zauberstück aufzuführen. Ne? Wo ist die 13.000? Weg ist die 13.000? Da ist die 13.000. Also, wir haben, was unsere Analyse angeht, eigentlich viele Sachen im DAX gesehen, die sogar ganz gut geklappt haben. Viele Niveaus, die schön abgelaufen sind, aber ich glaube trotzdem, dass er den einen oder anderen hier wirklich ein bisschen die Irre geführt bekommen hat halt. Ne? Also das war wieder klassisches Hin und Her. Tageskerze, die sagt eigentlich, die spricht Bände. Und ja, unser DAX hat's Meisterwerk vollzogen. Wir hatten gesagt, oberhalb von 13.000 hätte er durchaus das Potenzial, hier wieder ranzulaufen an die 13.135, 13.30 hier bis 13.150. Das wäre so Teilstück 1. Ne? Dann müsste er darüber natürlich auch rüber, um den Trend zu brechen, um den Abwärtstrend zu brechen. Das hat er nicht getan. Hat er nicht getan, ist zuerst quasi einmal oben drüber. Von dort dann volle Fahrt wieder zurück. Also sehr beachtlich auch, wie impulsant der da runterkam und was hat er danach gemacht? Ja, danach unter der 13.000 unser Ziel hier unten abgeholt. Einmal 860 bis 800, so haben wir es gesagt, in den Channel wieder rein und fertig ist der Schuh halt. Nur ein bisschen andersrum, aber wir haben drüber gesprochen, wir haben das gesagt, wir haben betont, Dienstage, ne, dass man da aufpassen soll, wenn der ein bisschen nach oben ran stänkert. Und dann scharf umkehrt, dass die Dienstage eben dann auch volle Fahrt in die andere Richtung zurücklaufen können. Insofern sollten Sie eigentlich zumindest ein bisschen gut darauf vorbereitet sein. Andere schreiben wieder unter das Video, dass gar nichts geklappt hat von dem, was wir hier geschrieben haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu was sagen soll. Vielleicht einfach als Hinweis. Möchte ich da schon mitgeben, weil das ist was ich recht häufig von welchen bekomme, die dann aber meistens nach 6 Monaten auch irgendwann zu mir sagen: Hey Martin, ich habe am Anfang immer so viel unter dein Video drunter geschrieben, bis ich verstanden habe, was du gemacht hast. Versuchen Sie vielleicht, sich von Ihrem Gedankengang zu lösen, wie Sie mit dem Markt umgehen. Wir gehen halt einfach ein bisschen anders damit um, halt, ne? Mit der Charttechnik. Das ist nicht was, was einem intuitiv so ins Gesicht springt. Das ist auch was, was einem vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommt, dass diese ganzen Kurse immer wieder so exakt kommen. Ne? Dass ich, wenn ich hier unten sage, bis 860 kann sich das Ding bewegen und er macht halt wirklich die 860 und dreht wieder nach oben. Das ist etwas, was aber die Charttechnik einfach ausmacht, halt diese kleinen Reaktionspunkte zu holen. Das heißt, wir, die charttechnischen Trader, die Daytrader, ich mache jeden Tag, ich glaube, das verstehen auch ganz viele gar nicht, ne? Die werfen mir vor, warum ich jeden Tag meine Meinung ändere. Ich mache jeden Tag eine Analyse, weil jeden Tag das Bild wieder anders aussehen kann. Und wir ja für den Tag traden. Wir machen hier keine Analyse für die Woche, für den Monat oder für das Jahr, die wir dann nicht wieder anpassen müssen. Ne? Oder nur, wenn sich unsere Meinung ändert. Ja? Aber das, was wir machen, ist, die Bewegung für den nächsten Tag zu prognostizieren und daraus so ein bisschen Handlungsimplikationen abzuleiten. Ne? Das ist das, was wir jeden Tag hier machen. Einfach ein bisschen zu gucken, wo sind jetzt interessante Level für den Mittwoch. Deswegen heißt es auch DAX-Analyse für den Mittwoch und nicht DAX-Analyse für die nächsten Tage. Ne, das heißt, klar, ich ändere jeden Tag meine Meinung. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache, weil wir immer wieder gucken müssen, was hat der DAX am Vortag gemacht und was macht er. Das Ziel ist gar nicht, dass ich recht habe. Das geht auch gar nicht darum, dass der Markt das macht, was ich mache oder was ich will oder dass er sich in die Richtung entwickelt, wie ich will. Nein, darum geht das gar nicht. Es geht darum zu bewerten, was haben wir heute gesehen und was ziehen wir daraus für Schlussfolgerungen für morgen. Deswegen machen wir das jeden Tag. Nicht um zu sagen, das war schlecht, wir haben uns total geirrt, ne, weil wir machen ja immer wieder das Gleiche. Also es ist nicht so, dass ich mich den einen Tag voll daneben liege und den anderen Tag voll richtig liege. Ich mache jeden Tag das Gleiche. Mal läuft der Markt in das rein, mal läuft der Markt in das nicht rein. Und die Kunst ist es jetzt daraus, eben den Trade zu machen, indem man dann einfach sagt, okay, der macht das, was wir gesagt haben. Wir haben uns gestern hingesetzt und haben gesagt, bei dem, was wir hier sehen, was vom Vortag so nicht da war, wenn der Markt jetzt über 13.000 spielt, wenn er vielleicht ein kleines Aufwärtsgap reinbringt, dann kann er bis 13.130 laufen. Und wenn ich das dann sehe, wenn er mir das aufwärts bringt, wenn er dann anfängt zu treiben, ja, dann handle ich ihn halt ein paar Punkte hier oben nach Long. Ja, dann hole ich mir hier meinen Teilverkauf, ziehe vielleicht den Trade auf Einstand oder löse ihn halt aus, warte, bis er oben den nächsten Trigger eröffnet. Und wenn das nicht kommt, suche ich mir die nächste Chance, die dann hier eben zum Beispiel gewesen wäre mit dem Unterbieten der 13.000. In dem Moment kann da der Short wieder rein, dann kann die Strecke
und versuchen zu handeln, bis sie unten auf unsere Zielzone bei 8,60 dort Teilgewinne rausnehmen. Oder ich nehme sogar bloß einen ganz kleinen Teil dieser Bewegung. Das ist Trading. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht darum, immer richtig zu liegen und die richtige Richtung zu wissen, sondern es geht darum, vorbereitet zu sein, um ein Gefühl dafür zu haben und in einer gewissen Spanne, in einer gewissen Sicherheit auch im Chart zu haben, wo einfach Punkte sind, an denen der Markt gewisse Reaktionen auslösen kann. Natürlich mit dem Wissen, dass sie dort nicht kommen muss. Das ist Charttechnik, was wir machen. Das ist keine Hellseherei. Und wir wissen auch gar nicht, was kommt. Und wir können auch gar nicht wissen, was kommt. Ja, aber was man mit Charttechnik erkennen kann, ist, wo es wichtige Niveaus gibt, die reagieren können, wenn können. Ne? Also das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel auch sagen, wir haben zum Mittwoch jetzt auf der Oberseite wieder im Bereich um 13,120, 13,130 einen wichtigen Widerstand, der kann durchaus reagieren. Wie gehe ich damit um? Wenn ich jetzt sehe, der Markt fängt an zu steigen zum Mittwoch, ja, dann handle ich ihn vielleicht long, gehe aber hier oben aus dem Bereich, aus dem Trade wieder raus. Dann habe ich meine 50, 60 Punkte gemacht. Je nachdem, was ich für ein Produkt handle, kann es sein, dass ich meine 500, 600 € dann im Kasten habe. Ja, und dann gucke ich mir erstmal an, was er wieder weitermacht. So, dann habe ich im Ohr, wenn der Markt die 13,150, 13,160, 13,135 überwindet, dann aktiviert es sich nochmal Long-Potenzial bis 13,240. Also kann ich darüber auch nochmal punktuell Long mitgehen. Na, das ist doch die Art und Weise, wie wir traden halt. Na, also das einfach so als Mitgabe, so um einfach auch nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, ob man sich vielleicht auch mal von seinem alten Denkmuster löst und weggeht von dem, hey, und das, was du machst, das ist alles falsch und du bist der größte Loser. Glauben Sie mir, also ich weiß es nicht, ob es Ihnen was bringt. Vielleicht macht es Sie glücklich. Aber das ist nicht der Nutzen, den ich eigentlich mir erhoffe, Ihnen zu geben mit der Mühe, die ich mir hier jeden Abend mache, in dem Moment, wo ich mir hier das Video einspreche. Ne? Also versuchen Sie wirklich, das ein bisschen aufzugreifen. Das, was wir machen, ist eigentlich schon gut. Also ich möchte es schon, es würde mich schon wundern, wenn hier wirklich die meisten sagen würden, dass das, was wir machen, einfach Mist ist. Also ich glaube, was den DAX angeht, habe ich einfach ein echt gutes Feeling, da habe ich einen guten Riecher, um auch einfach diese Trickserei halt, ne? Dieses typische, ich verarsche euch heute und ich verarsche euch morgen, da hole ich mir die Stops ab, da drücke ich nochmal welche raus. Ich glaube, das habe ich ganz gut im Blut über die Jahre reinbekommen. Und dadurch halt auch immer eine gute Meinung, die man einfach auch nochmal mit nebenbei so mit schwimmen kann. Und warum das dann halt nicht einfach nutzen. Ne? Also, ja, und da können wir hier auch jetzt gleich fortführen. Also ich würde hier ganz klar sagen, 13,20, 13,000, das ist für mich jetzt wieder Long Trigger zum Mittwoch. Sollte der DAX da drüber gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt auch, gucken Sie mal, der hat jetzt dreimal unten versagt. Dreimal ist beim DAX immer so ein bisschen heilig, das ist wie die 5, ne? Also 3 und 5, das sind so Zahlen, da geht der DAX halt tierisch drauf ab. Warum auch immer, was in seiner Kindheit da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber dreimal unten versagt, deutet Bewegung an. Entweder haut er jetzt richtig nach unten weg, oder er ballert sich halt nach oben raus. Oben raus heißt, wir können hier eine Trendlinie ziehen. Ich ziehe sie Ihnen nicht, aber man könnte jetzt hier eine Trendlinie ziehen. Würde man sehen, der DAX hat jetzt hier oben drei Auflagepunkte, bricht er dann oben raus aus dem Teil. Aktiviert er sich dann auch richtig Pfeffer? Das geht dann hoch in dem Bereich um 13,240 und von dort gegebenenfalls nochmal zurück und dann weiter. Na, also, das wird die spannendste Zone eigentlich hier so in dieser Zwischenstrecke. Ich weiß, wir haben hier einen Long Trigger, den finde ich dort auch gut. Ich denke, wenn man sich hier Long einstoppt, könnte man das dann auf Einstand sichern, weil das wird Entscheidungszone hier. Das wird Entscheidungszone. Kommt hier nämlich ein Fehlsignal zustande, indem der Markt zum Beispiel hier hoch steigt. Und das ist halt auch wieder hier, ne, da waren wir gerade beim Thema typisch DAX. Das wäre wirklich ein typischer Punkt, wo er da viele Leute dazu zwingt, die Shorts aufzulösen und in die Longs reinzugehen. Er zwingt auch Leute, die zum Beispiel ein short-orientiertes Depot haben, sich auszuhedgen und so weiter. Genau in dem Bereich hier, genau in 13,165, 13,170, 13,180. Das heißt, das ist so ein super geiler Bereich, wo der Markt dann auch einfach eine volle Umkehr reinschlagen kann. In dem Moment, wo ich Ihnen das sage, wie können Sie das jetzt für sich wieder werten? Sie müssen das jetzt erstmal gar nicht werten, aber in dem Moment, wo wir an die 13,160 ranlaufen und Sie sehen, dass da zum Beispiel eine schöne grüne Stundenkerze steht, der Markt sieht wunderschön aus. Es sieht traumhaft aus. Es sieht aus, wie als erreichen wir 13,200. Es sieht aus, wie als erreichen wir 13,300. Und plötzlich kommt eine rote Stundenkerze. Und die rote Stundenkerze ist lang. Sie ist sogar länger als die grüne vorher. Ja, dann
Long raus, Short rein halt. Na, also das so einfach Stopp drüber, probieren nach unten, wie weit er kommt. Wenn er es richtig macht, dann haut er sich voll unten durch bis nochmal 13.000 runter. Das heißt, es ist ein sehr attraktiver Trade-Bereich hier. Aber sie brauchen die Umkehr. Sie brauchen die Umkehr in Trade. Ne? Und sie haben auch den Vorteil in dem Moment, wo sie sich dann oben aussichern. Also zum Beispiel einfach über die Stundenkerze dann den Stopp legen. Wenn er dann doch weiter steigt, dann verlieren sie vielleicht 40, 50 Punkte. Haben aber die Chance auf 150 gehabt. Und das ist Trading. Punkt. Ja, und da höre ich mir gerne an, dass ich den ganzen Tag immer falsch liege, weil darum geht es gar nicht. Ja, also, darum geht es gar nicht. Das ist nicht Ziel und Zweck zu sagen, der Markt steigt oder fällt heute Morgen. Ja, sondern es geht darum, die Punkte zu analysieren, an denen der Markt reagiert, weil wir wollen die traden. Das ist keine Analyse, in der wir, das machen wir am Rand immer mal, indem wir auf den Tagesschart gucken und so weiter, aber es ist keine Analyse, in der es darum gehen soll, die Bewegung zu 100% vorzucasten. Das kann, wie soll ich, das geht gar nicht. Ich bin doch kein Hellseher, ne? Aber was wir eben mit der technischen Analyse machen können, sind die wichtigen Reaktionspunkte zu holen. Und warum ist das so? Weil es Punkte im Chart gibt, an denen Akteure verarscht wurden, an denen Akteure gezwungen wurden, Positionen zu drehen, an denen Akteure vielleicht versucht haben, mit viel Einsatz den Markt auch zu beeinflussen. Weil sie sich vielleicht gedacht haben, wenn ich ihn jetzt hier drüber schiebe, dann bewegt er sich die restlichen 300 Punkte alleine und dann macht er das aber gar nicht. Und dann bin ich dort als großer Marktteilnehmer mit vollem Einsatz rein und gucke mir die ganze Scheiße nur im Minus an. Ja, was mache ich denn, wenn der Markt zurückkommt? Dann bin ich erstmal puh und muss das Risiko rausnehmen. Das heißt, ich reduziere Position und schwuppdiwupp haben wir an einem Niveau, an dem vorher eine große Aktion zu sehen war, wieder eine Aktion. Und das ist einfach der Grund, warum Charttechnik so gut funktioniert halt. Ne? So, zumindest auf der Art und Weise. Aber man muss sich auch darauf einlassen und man muss wissen, was man macht halt. Ne? Also wer jetzt dahin geht und sagt, hey, der Martin sagt, das muss heute steigen, jetzt ist es gefallen, jetzt habe ich hier nur Geld verloren. So, das ist nicht Trading. Also dann haben sie es auch nicht verstanden. Das muss ich einfach so sagen halt. Ne? So, das dazu. Oben die Routen, wir haben auch hier drüber gesprochen, die bitte da wirklich mal so eine kleine Randnotiz an Bildschirm vielleicht mitmachen, wenn da ein Umkehrsignal reinkommt da oben, da muss man ein bisschen aufpassen halt, ne? Das kann böse auskommen, so ein bisschen so wie das, was er da heute bei 1,30 gemacht hat, ne? Also das kann ähnlicher Natur annehmen. Ansonsten würde ich den DAX schon eher über 13,20, 13.000 nach oben anzinken, 13,50 ist dann nochmal so eine kleine Sollbruchstelle, aber denke, der geht da durch fast. Also ich würde schon denken, der geht da durch. Der hat jetzt hier drei Versagerkerzen, möchte ich sie mal nennen. Er hat dreimal versucht, in den Channel reinzukommen. Er hat es dreimal nicht geschafft. Er wurde immer wieder zurückgestoßen. Also ich glaube, wenn er es jetzt oben probiert, also ich wüsste jetzt nicht, wo die Verkäufer die Motivation hernehmen sollen. Die haben dreimal auf den Sack gekriegt. Also ich würde halt warten, bis ich die Käufer geprellt kriege. Und die kriege ich nicht hier geprellt. Jetzt also sie müssen auch verstehen, ne? die Jungs, die ja was bewegen wollen, die ja die Position wegdrücken, die den Markt tiefer auch haben wollen, weil sie einfach short positioniert sind und mehr davon haben, wenn sie fällt, die sagen sich natürlich auch irgendwo, naja, wenn ich den Markt hier unten nicht rauskriege, wenn er immer wieder zu viel Gewalt reinkommt, dann muss ich ihn halt mal ein bisschen mehr Schwung holen. Ne? Und dann lasse ich die Käufer mal ein bisschen aus der Deckung kommen. Und in dem Moment, wo ich mir die Käufer hier oben umdrehe, ja, das ist eine heiße Sache. Also es kann auch ein voller Durchbruch werden halt. Ne? Deswegen warten sie dort auf die rote Kerze. Aber wenn die das hier oben gedreht kriegen halt, ne, dann haben sie ja die Käufer hier richtig schön auf offener Flanke erwischt quasi. Und wenn sie die dann ein bisschen runtertreiben, dann haben die ja hier oben alle investiert. Dann werden die hier unten nicht mehr verteidigen können. Ne? Und deswegen wäre das interessant, den hier zu drehen. Aber da wirklich, da muss man die rote Umkehrkerze abwarten. Man muss dort die Umkehr abwarten. Weil sonst ballert er ihn gerade durch und steht dann an der 13.300, wenn sie sich hier zu sehr dagegen stellen. So, wir haben oben besprochen, wir haben unten noch nicht wirklich besprochen, aber wir können eigentlich das hier gleich nehmen. Also ich würde schon weiter hier dran festhalten, wenn unser DAX hier auch unter die 12.800 fällt, dass er dann durchgereicht werden kann bis 12.700, bis 12.640, das glaube ich schon. Und ich würde sogar sagen, bleibt er unter 13.000, geht er unter die 12.79 zurück zum Start, würde ich fast denken, den liegt es wieder weg halt, ne? Denke ich schon. Also können wir vielleicht mal so ein bisschen so machen hier halt, ne? Und damit haben wir am Mittwoch schön eingekeilt. Und wie gesagt, es muss ihnen egal sein, wo er hingeht. Es muss ihnen egal sein.
Richtig ist, wie agieren Sie, sobald das Niveau nach oben klappt? Wie agieren Sie, sobald das Niveau nach unten klappt? Ich würde hier unter 49 mich eher short orientieren, wieder runter Richtung Gap Close, dann hier 12.800, 12.840. Das wäre dann so mein Zielniveau, was ich anpeilen würde. Oberhalb von 13.000 würde ich, 13.20 würde ich dann schon eher Richtung 13.100 traden. Und über 13.100 vielleicht sogar nochmal einen Long in diesen Spike rein, dann in die 13.160, 13.170 rein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dort würde ich, glaube ich, rausgehen erstmal. Das, ja, das ist halt, das ist so eine schöne, das ist so eine schöne Verarschstelle. Und wenn er dann doch stabil bleibt, wenn er über die 13,20, dann kann man dann immer noch mal long reingehen. Hey, schön abwarten, schönes Seitwärtsmuster abwarten, schönes Geschiebe zur Seite abwarten. Und wenn Sie dann von allen irgendwo sehen in den Chats und in den Foren, oh, jetzt fällt er wieder, jetzt ist er nicht stark genug, na, dann long rein und dann werden Sie merken, das klappt dann auch. Dann flutscht er wieder nach oben, 50, 60 Punkte. Und das sind dann eigentlich auch immer relativ einfache Trades. Okay, soweit. Meine Erwartungshaltung. Ich habe ihn noch nicht über der 13.000, ich habe ihn noch nicht über der 13.20. Ich würde ihn deswegen einer Abwärtstendenz zusprechen. Muss aber auch ganz klar sagen, dass ich das sofort verwerfe, sobald wir über 13.000, über 13.20 gehen, würde ich unserem DAX dann schon erstmal Potenzial auf der Oberseite zusprechen. Okay, gut. Dann haben wir heute mal wieder ein bisschen ausführlicher das gemacht. Auch nochmal ein bisschen vielleicht den einen oder anderen bewusst gemacht, was wir hier einfach machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen wirklich nicht so richtig klar ist. Ich lese es zumindest manchmal aus den Kommentaren raus, wo ich mich so frage, hä, was, warum, hä? Das hat auch gar nichts mit dem zu tun, was wir hier machen. Aber ist natürlich, wenn Sie eine andere Sichtweise haben, wenn Sie ein anderes Denkmuster, Denkschema haben, kommen Sie natürlich auch auf andere Schlüsse. Das bleibt nicht aus, halt, ne? Gut, okay. Ich denke aber trotzdem, damit Sie das Beste aus der Analyse rausholen, ist es nicht verkehrt, sich gedanklich auch darauf einzulassen, wie ich das sehe, wie ich das werte, wie ich das herleite, warum, wieso, weshalb ich das so mache. Und dann werden Sie die beste Möglichkeit haben, das gewinnbringend so für sich zu nutzen halt, ne? Also wenn Sie komplett andersrum denken als ich im Kopf, dann brauchen Sie sich die Analyse gar nicht angucken halt, ne? Wie sollen Sie das dann irgendwie verwerten für sich? Ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was klappt. Okay, Freunde, dann soll es das aber sein. Tageschart können wir noch formal kurz drauf gucken. Da ist aber nicht viel passiert. Da ist eine kleine Tageskerze jetzt hier als Doji dazugekommen. Die sagt uns so ein bisschen nichts und gar nichts. Da wären wir jetzt auch nicht schlauer draus. Nachts ist kälter als draußen, so ungefähr. Neue Hochs über dem aktuellen Tageshoch sind Kaufsignale, neue Tiefs unter dem aktuellen Tagestief sind Verkaufssignale. Mehr kann ich aus der Tageskerze nicht rausnehmen. Na, gut. Machen wir das zu und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Schlachten Sie mir den DAX schön aus, nehmen Sie sich ein paar Punkte mit zum Mittwoch. Ich finde es erstmal relativ erstaunlich, dass wir den Monatsauftakt mehr oder weniger versaut haben. Also, das war nix, ne? Ging gut nach oben los, aber voll nach unten losgeknallt und ein bisschen gerettet, aber stark war das nicht. Also ich fand es nicht stark. Die haben ihn schön gerettet, die haben ihn schön wieder rausgezogen, aber es war noch nicht stark. Stark, dann will ich hier oben was brechen sehen halt, ne? Über 13.100, über 13.110 will ich ihn brechen sehen. Vorher bin ich noch ein bisschen vorsichtig, kritisch. Kritisch und vorsichtig. Und würde auch unterhalb von 12.49, glaube ich, eher zum Short greifen. Freunde, ach so, Short greifen, Long greifen, Scheine bleiben gleich. Ne? Haben wir nicht gesagt, bleiben aber die gleichen. Also für die Aufwärtsstrecken würde ich den hier nehmen mit K.O. 12.475 von Goldman Sachs. Georg Friedrich 054 Roland. Und unten ist es Gustav Bertha 9, Gustav 7 und Heinrich mit K.O. um die 6,25. Ja. Freunde, was kann ich euch noch mitgeben? Nichts. Glück habe ich euch gewünscht, viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Ciao.